heiße Willi, bin 28 Jahre alt, wir sind aus Hannover da und zum Islam bin ich gekommen. Das ist eigentlich eine längere Geschichte. Ich habe schon immer zu Gott gebetet, aber halt zu Gott. Und von der Religion her, ursprünglich bin ich katholisch gewesen. Und da wurde natürlich immer auf Jesus eingegangen, auf Maria und so weiter. Das war für mich allerdings immer so ein bisschen unlogisch. Habe für mich immer so die Wahrheit gesucht und habe sie dann leider langsam gefunden. Vor 2,5 Jahren ungefähr habe ich dann einen Freund getroffen, nach langer Zeit, der zum Islam konvertiert ist, einer aus Indonesien. Und der hat mir immer wieder, ich hatte damals sehr, sehr viele private Probleme und der hat mir sehr viel geholfen. Immer wieder mit guten Tipps, mit guten Ratschlägen. Hat mich sozusagen auf den Weg des Islams gebracht. Und für mich war, muss ich dazu sagen, der Islam allerdings immer so ein bisschen schwarze Haare, dunkle Augen. Das war halt so, leider war das so. Und deswegen möchte ich hier meinen deutschen Menschen mit auf den Weg geben, dass sie sich bitte davon nicht, ja, ich sag mal, in die Irre treiben lassen. Islam ist nicht nur was für Araber, für Türken, für alle, die schwarze Haare haben, wie auch immer, sondern Islam ist die Religion der Menschheit. Und als dann vor gut einem Jahr mein kleiner Bruder eigentlich schwer krank geworden ist, habe ich mich mit dem Thema, wie geht's weiter, wenn wir sterben, beschäftigt. Ich selber war halt Kind des Nachtlebens vorher, also ich habe viele andere Dinge im Kopf gehabt, aber leider, wie gesagt, hat mir das Gebet ein bisschen gefehlt und durch den Bruder oder durch mehrere Brüder bin ich dann zum Islam gekommen. Seit einem halben Jahr bin ich Muslim und wie gesagt, möchte meinen Deutschen vor allem oder allen anderen Menschen auf den Weg geben, sucht nach der Wahrheit, nach der wahren Religion und ja, Salam alaikum.